und willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Es hat sich ein bisschen was getan in letzter Zeit. Nein, das hier ist nicht meine Basis, aber das ist mein Mammut. Diesmal tatsächlich nicht ausgeliehen oder sowas, sondern tatsächlich meins. Habe ich aber nicht selbst gezähmt, sondern hat ein Kumpel oder ein Freund aus dem Tribe gezähmt und ich habe ihm das dann quasi abgekauft. Ansonsten seht ihr hier in dieser Basis, das ist so eine Art gigantischer Parkplatz für die anderen Tiere. Armageddon hat jetzt einen lila-schwarzen Sattel. Und im Hintergrund hört ihr jetzt quasi meine Zeitmember. Und wir haben mal wieder so ein Speck beim Einloggen. Nämlich wird es jetzt gleich dunkel. Ich mache wie gewohnt während des Videos dann die Helligkeit hoch und ich muss mal ganz kurz hier die Soundeinstellung verändern, das geht so gar nicht. Ja, also ich kann ja bestimmt so, warte mal, ja, so 40 Stück circa kann ich dir locker geben, 40 Fleisch, das sollte... Also der Krach, den das Mammut hier verursacht, ist mir noch zu hoch einfach. Ja, schade. Eigentlich wollte ich euch mein Haus zeigen, da hat sich nämlich auch ein bisschen was getan. Aber wir gucken uns das einfach jetzt mal von unten an. Ja. Jetzt hängt ja ein Metrodon fest. Nee, ist ja kein... Oh! Diesen Effekt werde ich nie verstehen. Aber für uns ist es gut, denn ihr seht hier jetzt, dass ich Stützen gebaut habe. Und diese Stützen... stützen quasi einen weiteren Ausläufer meines Hauses. Alles gut. Und das hat halt den Sinn, dass ich dort so eine Art Parkplatz für meine Tiere baue. Und das gucken wir uns jetzt mal aus der Nähe an mit meinem Mammut. Ich weiß, Mammut bin ich jetzt in dem Video schon ganz weit geritten, aber es war niemals meins. Und jetzt endlich. Ja. Ich muss ja auch so ein paar Sachen schaffen. Auch wenn ich mich selbst gezähmt habe, der Preis war hoch. Und damit kann ich dann ganz gut leben. An sich sind die Stats noch ein bisschen so lala, aber das kommt schon. Holz. Ja. Was haben wir denn da? So. Ich glaube, dann eine Basis. Das wäre ja was ganz was Neues. Ja, genau. Kurz, ganz kurz aufkommen. Tatsächlich sind es Raptoren. Aber die haben sich gerade mit einem Haufen Schildkröten angelegt. Das ist in der Regel nicht die beste Idee. So, wieder Regen. Denn Schildkröten können ganz schön zubeißen. Auch wenn man es dem nicht so richtig zutraut. Schauen wir mal kurz hin. Jetzt haben wir noch ein paar Dinosaurier, die sich entschlossen anzugreifen. Auch gut. Das Problem an der Geschichte ist, dass die Dinosaurier den Raptor aufgegessen haben. Und den wollte ich eigentlich gerade das Fleisch abnehmen, aber na gut. Das können wir jetzt auch bei den Dilophosauriern noch machen. Beziehungsweise Fleisch will ich gar nicht, ich möchte Leder zurzeit. Und dann wollen wir den mal ans Leder. Die sind alle mate-boosted gerade. Deswegen sind die eigentlich unbesiegbar. Also so viele Schildkröten auf einen Haufen traue ich mich nicht mal mit dem Mammut. Schön einzeln.
mit der Option, sich die Klippe runterzustoßen, vielleicht, obwohl Level 9. Ah, ich hatte letztens die Begegnung mit einer Level 85 Schildkröte und die hätte mich beinahe getötet, beziehungsweise mein Mammut. So. Nun wollte ich eigentlich eine Art Hausführung machen. Es ist Nacht, aber ihr seht's. Zum einen beginne ich mein Haus zu färben. Das hatte ich ja in der letzten Folge oder vorletzten schon angefangen. Zum anderen habe ich hier eine Rampe gebaut. Das ist noch nicht fertig. Hier wird so eine Art Parkplatz für die großen Tiere entstehen. Hab aber schon gemerkt, dass wenn ich das Mammut hier raufstelle, dass der Platz dann voll ist, trotz der Größe. Und dementsprechend werde ich das nochmal vergrößern müssen. Trotzdem kommen wir zur eigentlichen Hausführung. Auch wenn sich im Erdgeschoss jetzt ein bisschen was in Arbeit befindet, nämlich hier. Ihr seht es an den offenen Wänden, beziehungsweise an den fehlenden Farben. Hier ist der Weg hoch zu der Plattform. Hier unten wird es ein bisschen noch was geben. Ich weiß noch nicht so genau, was ich hier reinbaue. Aber hier geht es jetzt hoch. Die obligatorischen Seitenräume. Irgendein Tier hat irgendwann mal meinen Cooking Pot hier zerstört. Dann geht's hier rein, ja, in die nächste Etage. Da ist mein Dodo. Hier ist der Ofen und die Schmiede. Und jetzt ist hier mein neuer Cooking Pot. Hier ist ein Seitenraum, mit dem ich noch nichts anzufangen weiß. Ich wollte doch nur die Tür wieder zumachen. Hier ist... Hier ist auch nur ein Lagerraum. Jetzt habe ich mich in der Etage geirrt und mich gerade gewundert, weil in der nächsten Etage steht in diesem Raum ein Bett. Und das habe ich irgendwie jetzt auch gerade erwartet, dass ich das sehe. So, dann haben wir jetzt die nächste Etage. Und auf dieser Etage ist mein bisheriges Parkdeck für die kleineren Tiere. Ich werde dieses Tor komplett ins Haus einarbeiten und das ist dann auch, glaube ich, die letzte Etage. Wenn man das Tor aufmacht, gibt es hier eine Rampe. Und über diese Rampe kommen die Tiere hoch und runter. Und das klappt gut. Der Vorteil ist, dass sie hier auch nicht von unten umher irrenden, wie heißen sie, die Lophosauriern angegriffen werden. Und hier ist das Zimmer mit dem Bett. Aha. Je höher ich schlafe, desto besser. Zum einen gibt es noch so einen merkwürdigen Bug, wo man beim Login durch die Decke durchfällt. Dann falle ich halt in den Raum darunter. Und zum anderen, ja, kann ich auch selbst nicht von irgendwelchen Viechern angegriffen werden. Wir sehen, das Tor ist 4 hoch, also 4 Wände hoch. Und kann damit gut in ein Haus integriert werden. Ja, wir sehen da hinten Kevins Basis oder Ghosties Basis. Ich bin jetzt hier beim Kevin VWD. Und okay, der hat schon elektrischen Strom und so einen Quatsch. Halt direkt bei der Karte. Das sieht natürlich besser aus. Nach Norden, aber ich finde, Halt links weiter. Bis ich da bin, beziehungsweise bis ich die Zeit da reingesteckt habe, dort anzukommen, hoch, das kann noch dauern. Ja, so viel zur Roomtour 2015. Geht direkt an der Tür, ja? Genau, warte mal, ich bin gleich wieder da. Kann mal was essen? Da müsst du nämlich zuerst Masiris. Bungalow kommen und dann kommt meins. Das weißt du nicht? Nee, das wäre anders. Da bist du noch viel zu weit vorne. Du musst praktisch auf der anderen Seite. Von Strand. Ja, und ansonsten ist es wie immer nachts. Man sieht leider nichts, was relevant wäre. Wieso komme ich denn jetzt hier nicht hin? Außer dass hier Schildkröten sind. Level 9. Level 39. Ja. Ich bin schon bei 40, 80 jetzt. So, warte, du musst 50, naja, 80. Genau 50, 80. Ich kann euch das ja mal zeigen, wie das aussieht hier mit dem Mammut auf der Platte. Moment. Boah, Alter, du dämlicher Vogel, gleich. So.
Der Plan ist, mein Mammut hier zu parken. Ja, und ihr seht, es sieht groß aus, hat aber mit Platz noch nichts zu tun. Ich werde wohl noch größer bauen müssen, auch wenn ich nicht will. Weil einfach mal die Sache hier mit dem Holz, es ist einfach unnatürlich teuer, ja? Also echt. Wir können ja mal absteigen, um euch nochmal zu zeigen, wie unwahrscheinlich das überhaupt aussieht. Ihr seht, dieses Mammut ist unglaublich groß. Es ist halt ein Mammut. Und da ist nichts mit beliebig auf so eine kleine Platte stellen. Eigentlich bin ich ja erstaunt, dass das eh nicht bricht. Ich aber gut. Ist halt Wertarbeit von mir, was? So. Dann machen wir mal ganz vorsichtig. Boah, das glaube ich jetzt nicht, Mann. Och, ist das kacke alles heute hier. Was ist denn das heute für ein Scheiß hier? Ach, da komme ich doch nie wieder hin. Oh, geht mir das hier auf den Sack, ey. Jetzt hast du alle Materialien verloren, oder was? Nein, aber was ich brauchte und generell, da ist mein Saurier, das ist alles tot jetzt, ey. Scheiße. Das geht mir so auf den Sack, das Spiel heute, ey. Das geht gar nicht. Da ist jemand ganz schön sauer. Wo komm ich denn da jetzt hin? Da komm ich gar nicht hin. Ich weiß noch nicht mal da, wo ich war. Das kann ich total vergessen, ist alles verloren. Ach doch, ach. Dickes Spiel, ey. Saurier auch weg. Vergessen. Fick hier, echt. Fick mich das heute hier alles auf, ey. Ach, da ist ein Dilo, der mich gerade angreifen muss. Ja, ich kann, sorry, tut mir leid, dass ich zum Rotzlang komme, aber ich hab halt nicht die vollständigen Ressourcen. Und ich hab auch jetzt nichts, um das abzuholen oder so. Jo, kannst du gut bleiben. Liegen schon alles auf die Reihe. Ich kann's ja verstehen. Wenn man halt gestorben ist draußen in der Wildnis aufgrund dieser dämlichen Ameisen, dann hat man halt wirklich ziemlich viel verloren. Vor allem dann, wenn man einen Dinosaurier noch nicht verliert, den man vor eine Stunde oder viele Stunden teilweise zähmen musste. Das ist schon sehr ärgerlich. Ich hab nichts, womit ich da mal eben schnell hin kann. Heutzutage meine Frau Saurier hier verreckt. Fehlt nur, dass mein Mammut tot ist. Tja, einen Mammut zu verlieren, ist nochmal doppelt scheiße. Und da seht ihr mal das Haus, wie es jetzt aussieht. Es ist noch nicht fertig, ich weiß. Aber der Weg ist schon klar. Kann ich alles neu herstellen. Mal gucken. Nee, das nervt mich jetzt halt nur. Flugsaurier alles weg und kacke alles. Ja, meine letzten Tage geht's. Nur was soll ich sagen, ich habe mich gestern Abend aufgeregt. Wir haben 5 T-Rex gehabt, ja. Hoch bis Level 85. Alle tot. Keine Sinn. Ja, ich verstehe das. Nee, das Problem ist, die Server waren noch da. Und der Betreiber des Server hat einfach die Dinge runtergefahren, ohne zu speichern, ohne nichts. Und es ist schief gegangen. So, jetzt müssen die Einstellungen alles von neu gemacht werden. Das ist das Problem. Ja, für sowas. Oh
Mann, ey. Was habe ich denn jetzt alles verloren? Ich habe jetzt das Metall, das Erz verloren. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Obsidian verloren. Ich habe meine Spitzenpike verloren, die Rüstung. Gut, okay, das geht eigentlich noch. Ja, ich habe jetzt nur nicht das Metall. Das heißt, den Vogel habe ich verloren. Was kann ich denn... Ich brauche halt wieder einen Vogel. Das heißt, ich muss... Ja, einen Vogel will ich demnächst auch nochmal ziehen. Das ist sogar das, was ich selbst machen werde. So irgendwie. Weiß nur noch nicht richtig wie. Ich brauche erstmal die anderen Tiere, um gescheit Ressourcen zu sammeln. Aber da werde ich mir Hilfe holen für. Und vielleicht sogar mit anderen Leuten zusammen machen. Mal schauen. Und 14.46 Uhr ist es. Dann gucken wir uns das an. Das Dumme ist halt, dass mir echt jetzt noch diese eine Metall da, dieses eine Eisenerz fehlt. Das, was mich gerade so auf den Sack geht hier. Weil, tja, die Landschaft sieht bestimmt ziemlich gut aus von oben. Und man sollte sich das schon mal angucken. Außerdem hat man es dann viel leichter, von A nach B zu kommen. Als ich das Mammut abgeholt habe von demjenigen, dem ich es abgekauft habe, da bin ich auch bestimmt 2 oder 3 Mal gestorben auf dem Weg dahin, aufgrund von Ameisen. Also diese Ameisen nerven wirklich. Wir haben hier Leute im Clan, die sagen, boah, toll, super, aufgrund der Tatsache, dass die Ameisen Chitin liefern. Aber die sind so aggressiv und so krass, bleiben die an einem dran hängen, über Kilometer teilweise gefühlt. Das macht dann keinen Spaß. Und auch er hier, der sich jetzt gerade so aufgeregt hatte, wurde ja von Ameisen getötet. Und das ist es eben. Und ich kann es nachvollziehen, dass man sich da so aufregt drüber. Weil, ja, es macht keinen Spaß. Tatsächlich habe ich aber mich selbst wiederfinden können, Gott sei Dank. Sonst wären halt das, was ich zur Bezahlung mit hatte, weg gewesen und das, boah, wäre so nervtötend gewesen. Ah, solche elendigen Mistviecher, die sind aber auch immer so ungünstig überall. Also sonst findest du die Mistviecher nicht und wenn du die mal gar nicht brauchst. Ich finde gerade diese Ameisen immer wieder nervtötend, ja. Ja, die sind manchmal. Also für einen Vogel ist es extrem derb. Ja, mal gedacht, ja gut, hab einen Vogel, tu die ganzen Airdrops abfliegen. Naja. War schon ein bisschen hardcore, die Viecher. So. Ich meine, ich hab, wir sind oben unterwegs waren, haben wir Level 90 Ameisen gekillt, ne? Also, aua. So, wir bauen mal noch ein paar Böden. Naja, gut. So viel wie geht. Und ich glaube, Böden werde ich so schnell nicht zu viele haben. So, damit haben wir die Plattform schon mal zu.
Aber sie muss noch mindestens 3 größer werden in die Richtung. Aber ich habe auch keinen Platten mehr. Na gut. Aber es geht ja auch nicht, da bin ich ziemlich sicher. Da muss ich nämlich erst unten so eine Stützenkonstruktion machen. Macht aber nichts. Habe ich wieder was ich euch zeigen kann. Das macht es für mich auch wieder schöner, interessanter. Ja, gucken wir mal. Eieiei, so. Heute ist wieder was los, so hier. Seht ihr, weil genau das geht nämlich nicht. Das dachte ich mir schon. Hier geht es, hier nicht mehr. Hier brauche ich einfach Stützen. Und das bedeutet, dass wir hier ganz schön weit runter müssen, Leute. Habe ich Stützen dabei? Ich habe Stützen dabei. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich hatte da immer so einen Trick. Oder was heißt ein Trick? Ich habe mir einen Weg dafür gebaut. So. Jetzt hinlegen. Hinlegen, hinlegen, hinlegen. Hier lang kriechen. Jetzt muss man da quasi rauffallen. So, dann kann man es wieder hinstellen. Ja, und dann müsste ich jetzt quasi eine nächste Stütze bauen. Und da benutze ich diese Plattform hier. Allerdings wäre mir lieber eins tiefer. Genau da. Und vielleicht sollte ich eine Leiter mitbringen. Ach, die ich vielleicht sowieso mal bauen sollen, wa? Na, mal gucken. Holz, Patch und Fiber habe ich hoffentlich genug für eine Leiter. Ich glaube, es scheitert auch eher daran, dass ich sie nicht sehe. Wie immer. Stopp. Ach nee, das war das Ding. Da ist die Leiter. Ich mach mal... Ach nee, mach ich nicht. Ich leg die mir mal hier hin. So. Nee, da ist mir definitiv im Weg. Ich glaube, die bringt mir hier nichts. Na, mal gucken. Wenn nicht, reiße ich sie ab. Aber eigentlich wollte ich ja eine Leiter hier hinbauen. Das Gute ist, hier kann ich mich einfach runterfallen lassen. Das sollte kein Problem geben. Aber hier muss ich jetzt aufpassen. Machen wir es mal so rum. Ja, ich bin schon. Ist das jetzt richtig rum? Warte. Stand up. Ist richtig rum. Gut. Ja, von der Sache schon, aber eins tiefer. Es muss nicht so... Es geht doch so stark rein. Ich will nicht, dass es so weit reingeht. Genau, das will ich. Aber das ist jetzt genau der daneben. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Ach, Mann. Was? Das gefällt mir nicht. Also manchmal ist mir diese ganze Geschichte auch doch zu unpräzise. So schön wie die Unreal Engine für sowas ist, das ist mir zu unpräzise. So.
Das hier gefällt mir einfach nicht. Es funktioniert. Man kann die Stützen abreißen, nachdem man die Strukturen gebaut hat. Aber schön finde ich es eben nicht. Und für mich ist da die Ästhetik definitiv dabei. Und deswegen wird das Stück auch ersetzt. Definitiv. Wie kann sich der Vogel hinsetzen, wenn er gelandet ist? Ich glaube, musst du direkt, also irgendwie so Space musst du drücken und dann gleich U drücken, dass er auch Follow ist. Mahlzeit. Gut, die Leiter ist falsch rum, die hilft mir nicht hier hochzukommen. Das Problem an der Geschichte ist einfach, dass ich jetzt einfach außen rumlaufen muss, komplett immer. Und das wollte ich ursprünglich vermeiden, aber was soll's, dann machen wir das jetzt einfach. Oder ich mach's so, wir bauen beim nächsten Mal die Stützen weiter. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir ein Like da, wir sehen uns wieder. Bis dann, ciao, euer Nevis.